Are you listening? Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Encore-Ausgabe, zur Episode 64 vom vergangenen Mittwoch. Ich hatte mich am Mittwoch ausführlich mit Adrian Franke von Spox hingesetzt und wir sind die gesamten Division Round Games durchgegangen, haben ein bisschen über Game Tape gesprochen, welche Plays dieses Jahr herausgeragt haben und verschiedenes anderes Zeug. Und heute haben wir nochmal ein bisschen was draufgepackt. Wir sprechen über die Coaching Changes der vergangenen Tage, die Meinung von Adrian natürlich dazu und wir haben sein persönliches Ranking der letzten vier NFL-Teams im Rennen um den Super Bowl. An dieser Stelle dann hallo und herzlich willkommen auch Adrian. Hallo. Servus. Hi. Vielen Dank einmal mehr für deine Zeit, dass wir jetzt hier noch ein bisschen quatschen können. Am Mittwoch haben wir schon ausführlich über so ein paar Dinge gesprochen und wollen uns heute natürlich noch den restlichen Themen annehmen. Zum einen sind da jetzt bereits nach dem Ende der Regular Season einige Köpfe gerollt, was Coaches angeht. Und da gibt es einige neuen Entwicklungen, auch relativ neu für uns. Vor ein paar Minuten erst an die Öffentlichkeit bekommen. Wir wollen aber damit anfangen, dir die Frage zu stellen, wer ist denn dein persönlicher Lieblingscoach? Wenn wir das auf die ganze NFL sehen, dann kann das für mich eigentlich nur Bill Belichick sein. Wir sehen viel, also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, irgendwie rein offensiv, dann bin ich jetzt schon seit ein paar Jahren ein großer Fan von Kyle Shanahan, weil ich seine Offense einfach sehr mag und auch sein Playcalling und wie er seine Offense jede Woche an die Defense auch anpassen kann. Aber overall Coaching, was Offense, Defense, Gameplan, Special Team, Umstellung innerhalb eines Spiels angeht, da kommt für mich niemand an Belichick ran. Absolutes Mastermind, sicherlich. Gibt es abgesehen von Bill Belichick noch irgendeinen Coach oder Kyle Shanahan jetzt offensiv, wo du sagst, der muss unfassbar viel Ahnung haben und der überrascht einen immer wieder? Also Bruce Arians fiel zum Beispiel für mich in diese Kategorie, der jetzt auch natürlich auch offensiv geprägt, also die wenigsten Coaches, würde man jetzt ja sagen, sind irgendwie auf beiden Seiten des Balls irgendwie so zu Hause, eben außer Bill Belichick, dem man das zutraut. Wen ich zum Beispiel auch über die letzten Jahre immer sehr mochte, ist John Harbaugh in Baltimore, weil er ja auch ein Coach ist, der eben über Special Team auch hochkam, der dadurch Offensiv- und Defensivspieler gecoacht hat und also für mich ist es ein sehr, sehr gutes Beispiel für jemanden, der extrem gut darin ist, ein Team zu führen. Wenn wir vielleicht noch einen Defensivcoach reinnehmen wollen, dann wäre das für mich jemand wie Mike Zimmer beispielsweise. Ja, Mike Zimmer, herausragend. Wenn man sich einfach mal die Zahlen der Vikings anguckt vor Zimmer und was er da in kürzester Zeit umgebaut hat zu einer so unglaublich guten Defense, dann merkt man einfach, wie viel doch so ein Coach da noch Einfluss nehmen kann oder wie viel Einfluss ein Coach da nimmt. Ja. Mike Zimmer, ein perfektes Beispiel. Die Oakland Raiders haben jetzt sich auch verändert auf der Position des Coaches. Da wurde jetzt der 100-Millionen-Mann verpflichtet und zurückgeholt nach Oakland. Ja. Richtige Entscheidung, da einen Coach gehen zu lassen, der an sich eigentlich ganz gute Arbeit in den letzten Jahren geleistet hat. Und vor allem, wenn man bedenkt, dass der letzte Coach, der einen Winning-Record dort hatte, eben jener John Gruden war. Ja. Der Zeitpunkt auch. Komisch. Genau, der Zeitpunkt. Und für mich ist die Raiders-Sache ist für mich vor allem mit Meinungen und persönlichen Interessen hinter den Kulissen zu erklären. Also Mark Davis, der Besitzer der Raiders, ist seit Jahren so ein bisschen fanat in die Idee, John Gruden zurückzuholen. Und ich glaube, jetzt war es dieses Jahr einfach so ein bisschen der Punkt. Es soll intern immer wieder mal mit Jack Del Rio Knatsch gegeben haben, vielleicht auch mit dem GM, das weiß man nicht so genau, aber auf jeden Fall war da hinter den Kulissen als wohl immer wieder mal irgendwas nicht so ganz cool. Und Davis hat jetzt die Chance gesehen, okay, ich nehme jetzt diesen Monstervertrag in die Hand, ich habe das Geld, ist mir wurscht, Salary Cap belastet es ja nicht, dann gebe ich jetzt eben Gruden dieses Geld, was man natürlich auch gebraucht hat, weil wenn Gruden bei ESPN irgendwie 6,5 Millionen oder was es ist im Jahr kassiert, dann muss man dem natürlich auch was bieten, damit er den Job aufgibt. Fulltime, jeden Tag. Genau. Ja. Genau.
ist es die richtige, ich glaube, niemand weiß, ob es die richtige Entscheidung ist, weil niemand weiß, was für ein Coach John Gruden im Jahr 2018 ist. Also hat jetzt 9 Jahre lang in der NFL nicht gecoacht, ist war auch am Ende in Tampa Bay halt nicht gerade so, dass man sagt, das war irgendwie alles total super und man hat sich halt irgendwie getrennt, sondern das war ja dann auch nicht mehr so gut. Für mich sind 2 Sachen ganz entscheidend. Also einmal sein Trainerstab, da wissen wir ja auch schon, wer seine Koordinator sind. Greg Olsen offensiv, weiß ich nicht so genau, was man davon so halten soll. Da hätte ich mir vielleicht eher was in Anführungszeichen moderneres gewünscht. Paul Gunter, Defensiv-Coordinator, ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Wahl aus Cincinnati. Letztlich wird viel damit zusammenhängen, wie kann Gruden das A zusammenführen? Wie hat er seine Offense über die letzten Jahre weiterentwickelt? Weil man darf auch nicht vergessen, klar, er hat nicht gecoacht, aber er hat sich ja jede Woche immer wieder auf eine andere Offense vorbereitet, wenn er die Spiele eben kommentiert hat. Sprich, er hat so ein bisschen so eine Vogelperspektive gehabt jetzt die letzten Jahre, was ja auch nicht schlecht sein kann. Er musste nicht irgendwie jede Woche einen Gameplan irgendwie entwerfen und sagen, hier, wie können wir dieses Team schlagen, sondern er konnte sich die Offense von oben herab so ein bisschen anschauen. Und wie verbindet er das dann mit den all den Dingen, wie sich eine Offense verändert hat, sei es eine Shotgun-Formation, sei es Spread-Elemente in der NFL, aber auch eben, wie ist er als Typ, als Galionsfigur? Und ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt. Die Raiders stehen jetzt vor dem Umzug nach Las Vegas in ein paar Jahren und ich glaube, da wollten sie auch einfach so eine starke Persönlichkeit, die dieses Team dafür anführt. Genau, und Mark Davis, wie gesagt, sein persönlicher Wunsch, Gruden zu holen, ist ja schon seit Jahren so ein bisschen ein offenes, schlecht gehütetes Geheimnis. Von 98 bis 2001 war er schon mal Coach bei den Oakland Raiders, dann wurde er getradet zu den Tampa Bay Buccaneers, die wiederum dann die Oakland Raiders im Super Bowl geschlagen haben. Jetzt kehrt er zurück zu den Oakland Raiders. Ist es denn für Derek Carr der richtige Schritt? Wenn man sich jetzt mal anschaut, war da, ja. Es war ja ein Rückschritt im letzten Jahr bei Derek Carr zu sehen unter Jack Del Rio. Lag es einfach daran, dass der Junge sich mit vielen Verletzungen geplagt hat? Ist der neue Coach was Gutes für Derek Carr? Das ist so der nächste spannende Aspekt. Auch das weiß niemand so genau, weil wir alle eben nicht wissen, wie Grudens Offense überhaupt aussehen wird. Also klar, er kommt aus einem West Coast-Hintergrund und das wird sicher auch massiv damit einfließen. Aber wie er da jetzt, an welchen Schrauben er daran dreht, um das an die NFL heute anzupassen, das weiß letztlich niemand und das wird ganz, ganz spannend sein zu beobachten. Was man, denke ich, sagen kann, ist, dass das Raiders Offensivscheme dieses Jahr überhaupt nicht gut aussah und Carr auch gar nicht geholfen hat. Also wenn wir einen Aspekt rausziehen wollen, wir sagen, okay, da macht ein Trainerwechsel Sinn, dann ist es, glaube ich, die Stagnation in der Offense generell und auch was Carrs Entwicklung angeht. Anderes Team, von welchem du in Episode 64 so ein bisschen geschwärmt hast, zumindest bis zur Verletzung von Deshaun Watson, waren die Houston Texans. Die haben ihrem Coach jetzt ein großes Vertrauen ausgesprochen. 9-5-Jahresvertrag durfte Bill O'Brien dort bei den Houston Texans unterschreiben und sogar war er wohl mit daran beteiligt, wer der neue General Manager wird. Bill O'Brien ist allerdings nie über 9-7 hinausgekommen und hatte im vergangenen Jahr die schlechteste Defense in der NFL und das als Houston Texans. Richtige Entscheidung, an O'Brien festzuhalten, 9-5-Jahresvertrag mitzugeben? Ja, für mich schon. Einfach, weil er gezeigt hat, was er mit Deshaun Watson machen kann. Und ich glaube, jetzt ist es in der Entwicklung auch von Watson ganz, ganz wichtig, dass er den gleichen Trainerstab behält. Und vor allem eben den gleichen Head Coach, der natürlich offensiv geprägt ist und großen Einfluss auf seine Entwicklung jetzt auch haben wird. Die Weiterentwicklung der Texans Offense wird ganz, ganz spannend. Da weiß auch jetzt niemand so genau, wie die jetzt den nächsten Schritt gehen. Also es wird sicher eine Weiterentwicklung im Vergleich zur letzten Saison sein. Aber für mich auf jeden Fall die richtige Entscheidung, weil eben auch gerade defensiv und natürlich mit Watson hatte Houston jetzt dieses Jahr wirklich Verletzungspech. Und wenn Houston nächstes Jahr seine Stammspieler, seine Stars, sage ich jetzt mal, einen Wharton, Merciless, natürlich Deshaun Watson selbst, DeAndre Hopkins, wenn die alle die Saison über fit sind, dann sind die Texans für mich auch wieder der Favorit in der Division. Ja. Vor den Jaguars noch. Hängt natürlich davon ab, welcher Quarterback für die Jaguars in der nächsten Saison spielt. Immer alles hängt an Blake Bortles. Bill O'Brien könnte man ja so ein bisschen Freifahrtschein aussprechen, alleine wegen der Verletzten, aber halt auch, er musste sich halt mit vielen Jungs auf der Quarterback-Position so ein bisschen rumplagen und jetzt hat er da ein bisschen Gold gefunden.
War aber trotzdem ein bisschen überraschend, weil viele Stimmen standen da ja auch auf Abschied oder stimmten auf Abschied und jetzt hat er einen langfristigen neuen Vertrag bekommen. Bei wem anders ist es nicht wirklich gut ausgegangen. Da gab es auch immer wieder Gerüchte, dass es zu Ende geht. Dann hieß es ja, okay, jetzt nach dem Sieg in den Playoffs in der ersten Runde darf er doch bleiben. Mulaki bei den Tennessee Titans. Jetzt hat man sich einvernehmlich getrennt. Hier die richtige Entscheidung, sich von Mulaki zu trennen? Für mich ja. Für mich hat Tennessee einfach diese ganze Situation nicht gut gehandelt. Nachdem das ja so ein bisschen schon rumort hat und so weiter, hätte ich, glaube ich, als Team nach außen hin nach dem Wildcard-Sieg einfach gar nichts gemacht. Ich hätte dann nicht jetzt irgendwie ihm das Vertrauen ausgesprochen, um ihn dann kurz danach wieder jetzt doch sich von ihm zu trennen. Was man so hört, hätten sie ihn ja wohl tatsächlich gehalten, wenn er bereit gewesen wäre, einen anderen Offensive Coordinator zu holen. Das war er nicht. War da wohl sehr loyal gegenüber seinen Assistenztrainern. Trotzdem für mich unter dem Strich, wenn wir jetzt einfach mal nur sagen, Mulaki ja oder nein, dann ist für mich die richtige Entscheidung, ihn gehen zu lassen. Einfach weil der wichtigste Spieler deiner Franchise ist der Quarterback. Und unter Mulaki sehe ich nicht, wie Mariota sich hätte weiterentwickeln sollen. Das Scheme ist überhaupt nicht auf seine Stärken ausgerichtet. Und du musst deinem Quarterback eine Chance geben, gerade das, was die Bears jetzt zum Beispiel machen, sich weiterzuentwickeln. Und dafür musste, glaube ich, ein Wechsel her, ob es jetzt Mulaki oder der Offensive Coordinator ist. Mindestens einer davon musste auf jeden Fall geändert werden. Ja. Trotzdem, ersten Playoff-Sieg seit 2003 hat er geholt für die Tennessee Titans. Der Zeitpunkt war halt extrem dämlich, meiner Meinung nach. Das hätte man anders lösen dürfen. Man kann nicht erst sagen, wenn er das gewinnt, dann darf er bleiben. Wenn nicht, dann nicht. Dann gewinnt er das Ding, dann ist Friede, Freude, Eierkuchen. Und jetzt ein paar Tage später, eine Woche später, dann auf einmal, man hat sich einvernehmlich getrennt, wirft halt ein ganz schlechtes Bild auf die Tennessee Titans, meiner Meinung nach. Eine der Enttäuschungen dieser Saison für mich, auch wenn sie die Playoffs erreicht haben. Aber das halt, sie hatten es meiner Meinung nach nicht verdient. Was war denn für dich noch eine Überraschung in den letzten Tagen, wenn es darum geht, welche Coaches gehen durften oder welche bleiben durften? Gibt es da irgendwas, wo du gesagt hast, oha, das hätte ich aber mal ganz anders gemacht? Vielleicht nicht unbedingt, was hätte ich ganz anders gemacht, aber was mich überrascht hat, ist dieser Umbruch, der in Seattle stattfindet, weil Pete Carroll auch ein Head Coach ist, der sehr für seine Loyalität gegenüber seinen Assistenztrainern bekannt ist. Und jetzt wurde ja mit Tom Cable, der Offensive Line Coach und stellvertretende Head Coach, entlassen. Der Offensive Coordinator wurde entlassen und man hört auch, dass der Defensive Coordinator sich nach anderen Angeboten umschauen darf. Das könnte also durchaus sein, dass wenn sich da irgendwas ergibt auf die eine oder andere Art, dass dann tatsächlich beide Coordinator-Spots und der stellvertretende Head Coach in Seattle innerhalb einer Offseason ausgetauscht werden. Und das ist was man von den Seahawks so wirklich überhaupt nicht gewohnt ist, aber auch da glaube ich, dass es die richtige Entscheidung ist, zumindest offensiv. Ja. Brian Schottenheimer ist da ja der große Kandidat, war zuletzt Quarterback-Coach bei den Colts, meine ich. Der soll da jetzt das Ganze übernehmen. Kriegt er das denn hin? Die Seattle Seahawks haben offensiv ja so einige Probleme und das jetzt schon ein paar Jahre. Und irgendwie gefühlt gehen sie das nicht richtig in und Russell Wilson auf irgendeine Art und Weise kriegt er noch das Bestmögliche irgendwie da rausgepuzzelt. Ja, kriegt er das hin? Ist eine sehr gute Frage. Er hat schon viel Erfahrung auf der Offensive Coordinator-Position. Er hat viel Erfahrung, aber er hatte in der NFL auch eigentlich noch keine wirklich gute Offense. Jetzt kann man natürlich andererseits auch sagen, er hatte auch noch keinen Quarterback, der ansatzweise auf dem Level von Russell Wilson ist. Für mich wird wirklich die spannende Frage sein, wie viel von seinem Scheme setzt er so um? Also Schottenheimer kommt aus der Air Coryell Offense, das heißt ein sehr, sehr vertikales Passspiel, kombiniert mit einem Power-Run-Game. Die Seahawks über die letzten Jahre waren eher quasi das krasse Gegenteil, also eher West Coast Offense mit Zone-Blocking, Zone-Blocking im Run-Game. Wenn Schottenheimer das tatsächlich so umstellt, dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie das aussieht, weil die Seahawks haben für mich sowohl die Receiver als auch den Quarterback, um so ein Downfield-Passing-Game zu spielen. Also Russell Wilson hat einen super Deep Ball, das wissen wir alle. Die Offensive Line war eben immer das große Problem. Und bei einem vertikalen Passspiel muss die Offensive Line länger blocken als bei einer West Coast Offense, das ist auch klar. Das heißt, das wird so gleich die erste Frage, wie das vereinbar ist. Im Run-Game musste auch was passieren. Und Cable war ja nicht nur O-Line-Coach, der war auch der Run-Game-Koordinator. Das Run-Game in Seattle war ja jetzt über die letzten zwei Jahre schon ein riesiges Problem. Die Seahawks waren
über Jahre so die dominante Rushing Offense und sind davon halt komplett weggegangen. Nicht zuletzt natürlich durch den Abgang von Marshawn Lynch. Aber sie brauchen das. Sie brauchen dieses Run-Game, um eben auch Wilson zu entlasten. Und sie brauchen vor allem auch Strukturen im Passspiel, um Wilson zu entlasten. Dieses Jahr war das viel zu häufig hier, Wilson, mach mal. Und das darf nicht sein. Ja. Kein Running Back bei den Seattle Seahawks im vergangenen Jahr mit mehr als 250 Yards Rushing. Und dann kann keine Offense wirklich funktionieren. Brian Schottenheimer, ein ganz interessantes Ding für mich auch nächstes Jahr, inwieweit er da Seattle umbauen darf. Man hat aber schon das Gefühl, die Seattle Seahawks stehen jetzt so ein bisschen vorm Umbruch, oder? Insgesamt auch als Team. Ja, auf jeden Fall. Eben auch, weil defensiv man nicht weiß, Cam Chancellor, Cliff Averill, spielen die weiter? Was wird aus Richard Sherman? Geht vielleicht sogar Earl Thomas, weil er irgendwie einen Wechsel will? Also da könnte das Seahawks-Team ganz anders aussehen nächste Saison, ja, auf jeden Fall. Eine Sache, wir nehmen auch diese Sendung hier am späten Montagabend auf, kam eben erst rein. McDaniels wird wohl neuer Trainer bei den Colts. Darf allerdings erst offiziell gemacht werden nach der Saison. Rappaport berichtet allerdings darüber, von daher kann man davon ausgehen, dass da relativ viel Nährwert wirklich dran ist. Guter Mann für die Colts? Kann man, glaube ich, ganz kurz sagen, ja, weil die Colts einen Coach brauchten, der Offensiverfahrung mitbringt und der Andrew Luck eben, und da ist auch wieder das Thema, du brauchst einen Coach, wenn du deinen Trainer wechselst, dann muss ein Fokus dabei sein bei solchen Teams, dass der Quarterback unterstützt wird. Und das wurde Luck in Indianapolis in seiner NFL-Karriere bisher viel zu wenig. Spannende Frage natürlich, wie ist seine Schulter? Ich hätte gedacht, dass McDaniels vielleicht da auch eher zurückschreckt, weil Lucks Schulter niemand so genau weiß, wie die aussieht, was, wie fit ist der da, ist der wirklich wieder bei 100% in 2-3 Monaten. Aber ja, die Colts für mich waren so das prädestinierte Team, was einen Offensive Coach brauchte, und McDaniels ist, war sicher von den Verfügbaren der interessanteste Kandidat in der Hinsicht. Bei den New England Patriots könnten beide Koordinator am Ende der Saison Bill Belichick verlassen. Ja. Möglicherweise dann aber mit einem Ring. Ob das Ganze so eintrifft, da sprechen wir natürlich jetzt gleich noch mit Adrian drüber. Vorab einen kleinen Teaser über die letzten vier im Rennen um den Super Bowl. Die Champs sind wieder am Start. Tom Brady delivers. Doch jetzt kommt der Favoritenschreck. The upset of the playoffs. Offense meets Defense. That NFC Championship is coming to us. Philly mit dem Heimvorteil, aber reicht das gegen Minnesota mit breiter Brust? Touchdown! Unbelievable! Vikings win it! Wer löst das Ticket für Super Bowl 52? Die Conference Championships live auf The Zone. Da waren es nur noch vier. Vier verbleibende Teams im Rennen um den Super Bowl. Championship Games stehen am Wochenende an. Adrian, du bist einer der wenigen in Deutschland, die sich an so Power-Rankings traut, also die ganze Liga einmal von 1 bis 32 runterrankt. Musst du hier jetzt nicht tun. Wir würden aber gerne von dir mal wissen, wer sind deine, also in welcher Reihenfolge stehen denn diese vier Teams? Ich habe natürlich auch eine kleine Liste. Bei dir hätte ich aber gerne noch ein bisschen Begründung, weshalb. Wer ist denn von den vier Teams das Schlechteste? Oder beziehungsweise auf Platz 4. Schlecht. Genau, das Schlechteste ist ja relativ. Also ich habe immer noch die Jaguars auf 4, einfach weil der Blake Bortles-Faktor für mich so zentral ist. Der Junge hat es dir angetan. Ja. Am Mittwoch, wer die Sendung vom Mittwoch noch nicht gehört oder gesehen hat, muss das auf jeden Fall tun. Da reden wir auch ausführlich über Blake Bortles. Heute war auch schon Thema. Ja, es ist einfach so schwierig, in der NFL irgendwas zu prognostizieren, sowieso. Wenn du aber von Woche zu Woche so eine riesige Diskrepanz in den Leistungen deines Quarterbacks hast und überhaupt nicht weißt, welche Version von deinem Quarterback du jetzt kriegst, dann ist es komplett unmöglich. Und Jacksonville, so gut die Defense auch ist, wir haben drei Teams mit sehr guten Defenses, die Vikings und die Eagles stehen da, finde ich, also die Eagles vielleicht würde ich defensiv noch einen kleinen Schritt hinter Jacksonville anordnen, die Vikings sehe ich sogar besser defensiv als die Jaguars. Mhm. Und dann haben die Vikings eben offensiv dieses große Problem. Die Offensive Line ist jetzt nicht so gut. Das Run-Game funktioniert mal funktioniert es nicht. Im Passspiel fehlt natürlich mit Allen Robinson schon quasi die ganze Saison der beste Receiver. Und Bortles ist eine komplette Wundertüte. Und das ist für mich dann in einem Championship-Game reicht es dann nur zu Platz 4. Ja. Ich habe auf 4 die Philadelphia Eagles.
nicht, weil ich Dallas Cowboys-Fan bin, sondern einfach, ich war beeindruckt über die Leistung am vergangenen Wochenende, diese Trotzreaktion. Und klar, sie haben auch einen Heimvorteil. Auch die Defense ist nicht schlecht. Aber von diesen vier Teams ist es meiner Meinung nach extrem schwer, da überhaupt irgendwelche Abstufungen zu machen. Ja. Von daher habe ich mich dann hier jetzt für die Eagles entschieden. Interessant hier aber an der Stelle, Fun Fact, letzte Mal, als die Eagles in den Super Bowl eingezogen sind, war 2004. Und da haben sie auch gegen die Falcons und die Vikings in den Playoffs gespielt. Hm. Und dann ging es gegen die New England Patriots. Wen hast du auf 3? Ich habe dann die Eagles auf 3. Für mich der Unterschied zu den Jaguars ist eben, dass sie die Eagles haben die beste Offensive Line der vier verbleibenden Teams. Das hilft einem Quarterback enorm. Ich sehe die Eagles auch im Run-Game, ehrlich gesagt, besser, trotz jetzt vielleicht so Leonard Fournette natürlich bei den Jaguars sticht so ein bisschen raus, aber der ist auch relativ eindimensional. Die Eagles haben für mich in ihrem Backfield mehr Vielfalt und auch mehr Möglichkeiten. Natürlich auch wieder in Kombination mit der Offensive Line, das hängt natürlich alles zusammen. Und das generelle Offensivdesign bei den Eagles ist wesentlich besser, das Receiving Core ist besser als bei Jacksonville. Klar ist Nick Foles jetzt ist sicher dann, wenn wir jetzt das Quarterback-Ranking machen, auch entweder 3 oder 4, je nachdem, wie man Bortles sieht. Aber ich glaube, dass Foles um sich herum viel, viel mehr hat offensiv und dass die Eagles-Defense nicht so viel schlechter ist als die Jaguars-Defense, als dass man das, als dass es das aufwiegen würde. Deswegen im Gesamtpaket ist Philly für mich das bessere Team als Jacksonville. Okay. Wie gesagt, die Teams für mich extrem schwer auseinanderzuhalten. Ich habe auf 3 daher jetzt ein bisschen Bauch aus dem Bauch heraus so die Vikings. Unfassbare Defense, beste Defense der NFL. Sie haben ein klares Ziel vor Augen, als erstes Heimteam den Super Bowl auszuspielen. Marginale Unterschiede, weswegen ich hier eigentlich jetzt die Vikings hinter den Jaguars sehe. Vielleicht bin ich auch ein bisschen davon geblendet, dass die Jaguars so ein unfassbares Spiel in Pittsburgh hingelegt haben. Mag daran gelegen sein und die Vikings ja bis aufs letzte Play eigentlich schon raus waren. Wen hast du auf 2? Auf 2 kommen dann bei mir die Vikings. Wie gesagt, die beste Defense für mich in den Playoffs hat Minnesota, einfach weil es die kompletteste Defense ist, super gecoacht, spielt schon lange zusammen, extrem viel Qualität, individuelle Qualität auf allen drei Ebenen. Offensiv, die Line macht mir ein bisschen Sorgen oder sogar macht mir auf jeden Fall Sorgen, aber Minnesota auch sehr, sehr gutes Offensivscheme. Pat Shurmur leistet da super Arbeit. Die Route-Kombination helfen Case Keenum. Keenum selbst spielt gut gegen Pressure dieses Jahr in der Pocket. Und man hat mit Stephon Diggs und Adam Thielen ein sehr, sehr gutes Receiver-Duo. Plus mit Jerick McKinnon und Latavius Murray dahinter ein sehr, sehr gutes Running-Back-Duo. Deswegen sehe ich bei den Vikings auch jetzt wieder offensiv, finde ich, das ist ein bisschen vergleichbar mit Philadelphia, nur dass die Quarterback-Situation besser ist. Plus eben, sie haben die beste Defense in den Playoffs für mich schon von Anfang an gehabt auch und jetzt von den verbleibenden vier Teams ebenfalls. Wobei man da ja auch sagen muss, eine Eagles viertbeste Defense, Vikings beste Defense, Jaguars zweitbeste Defense, New England Patriots sogar im Scoring fünftbeste Defense. Also ist alles sehr eng beieinander. Ich habe auf 2 die Jacksonville Jaguars. Bauch geschuldet und halt auch einfach diese Whatever-It-Takes-Mentalität, die sie da an den Tag gelegt haben, und das ist ja auch ihr Mantra, hat man halt in den Playoff-Spielen bisher gesehen. Und ich glaube halt, die Jacksonville Jaguars sind das schwerste Matchup für die New England Patriots. In Episode 64 hast du ein bisschen drüber gesprochen, wie kann man die Patriots schlagen? Und da hast du viel drüber gesprochen, dass es darauf ankommt, wirklich die einzelnen Männer aus dem Spiel zu nehmen. Und ich glaube, da sind die Jacksonville Jaguars halt defensiv so gut bestückt, dass es da eventuell reichen könnte, auch alle Playmaker mal für ein paar Plays wirklich festzunageln. Ich bin sehr gespannt, ob sie das schaffen und wie sie es auch angehen, ob sie aus ihrer Cover 3 so ein bisschen rausgehen, mehr Man-Coverage vielleicht spielen. Wer Gronkowski deckt, dann in diesen Konzepten wird ganz entscheidend sein. Ich bin extrem gespannt auf das Matchup. Wer sollte Gronkowski deiner Meinung nach nehmen? Ja, also das Problem ist ja immer mit Gronkowski, deine Safeties und Cornerbacks sind in aller Regel zu klein und deine Linebacker sind zu langsam. Mhm. Deswegen ist Eric Berry eben dieser eine Spieler, der das so ein bisschen vereint. Akeem Talib für die Broncos hat es auch geschafft. Du brauchst einen sehr, sehr physischen, sehr robusten Cornerback. Also zum Beispiel kannst du versuchen,
mal einen Jalen Ramsey gegen Gronkowski abzustellen. Interessantes Matchup, ja. Das wäre dann ähnlich, wie es die Broncos gemacht haben, die ja auch drei sehr gute Cornerbacks hatten, aber warum deine besten Spieler auf New England's Receiver oder Wide Receiver abstellen, wenn New England's Offense eben nicht über die Wide Receiver läuft? Und dann sagst du, Bowie spielt dann vielleicht gegen Cooks und dann du hast einen guten Slot-Cornerback, den du auf Amendola ansetzen kannst und dann versuchst du mal, ob Ramsey Gronkowski decken kann. Das wäre zum Beispiel, was man mal probieren könnte. Interessantes Duell am kommenden Wochenende. Jalen Ramsey hat den Super Bowl-Sieg vorausgesagt. Wer das Ganze noch nicht gesehen hat, kann sich das mal reinziehen. Das Schöne daran war, er hatte ja auch so einen Fellkragen an, hat mich ein bisschen an Broadway Joe Namath damals bei den Jets erinnert. Wenn die gleiche Geschichte wieder eintritt, dann wäre das schon was ganz Besonderes. Auf eins haben wir beide dementsprechend das einzig verbliebene Team, die New England Patriots. Ich möchte ganz kurz, für mich ist es Brady, Belichick, dieser Killerinstinkt, welchen die in irgendeinen Patriots haben, wie kein anderes Team. Das sind die Punkte, die für mich dafür sprechen. Gibt es bei dir noch irgendwas, weswegen die in irgendeinen Patriots einfach on top sein müssen? Bestes Matchup-Team in der NFL. Sie sind besser darin als jedes andere Team, die Schwächen des Gegners zu attackieren und die Stärken auszuschalten. Sie haben, so wie jetzt das Playoff-Picture sich entwickelt hat, haben sie nun mal den mit Abstand besten Quarterback in den Playoffs in ihren Reihen. Sie haben die größte Matchup-Waffe mit Rob Gronkowski. Es gibt kein Team, das da irgendwas Vergleichbares hat. Und die Defense hat sich über die letzten Wochen tatsächlich auch wirklich stabilisiert. Sind wesentlich besser darin geworden, gegnerische Drives zwar vielleicht ein bisschen Raumgewinn zuzulassen, aber sie dann kurz vor der Red Zone irgendwie zu stoppen, hier und da mal ein Turnover, spielen deutlich besser in ihrer Man-Coverage. Der Unterschied ist eben für mich wirklich, sie haben die Patriots haben die schlechteste, in Anführungszeichen, Defense der vier verbleibenden Teams, aber ansonsten sprechen einfach so viele Faktoren für sie und gerade die Quarterback-Coach Gronkowski, das Argument hier ist einfach so stark, dass man für mich die Patriots an 1 setzen muss. Ranking bei dir auf 1, aber Füße auf den Tisch, Super Bowl-Sieger auch. Also schlagen sie die Jacksonville Jaguars und dann laut dem Ranking wären es bei dir die Vikings. Ich befürchte, dass die Vikings das erleben werden, ja. Ich befürchte, dass sie den Heim-Super Bowl haben und dass sie dann aber von dieser Patriots-Offense genug Punkte kriegen und die Patriots Defense dann auch im Super Bowl ein sehr, sehr gutes Spiel abliefert gegen eine Vikings Offense, die ja jetzt schon gegen die Saints in der zweiten Halbzeit echt stark gewackelt hat. Ich fürchte, dass es so kommen wird, ja, aus Vikings Sicht. Ich bin tatsächlich neutral, muss ich ja jobbedingt sowieso sein, aber bin ich auch in den Playoffs jetzt. Ich glaube aber, dass die Patriots das am Ende in Minnesota gegen Minnesota gewinnen. Vorher müssen die Patriots allerdings noch die Jungs von Tom Coughlin aus dem Weg räumen und der hat den Patriots ja schon mal ein paar Mal wehgetan. Allerdings das damals stimmt. Als Coach und jetzt ist er ja nur noch Executive Vice President of Football Operations. Ein Buch von dir kommt in den nächsten Tagen auch auf den Markt. Am 22. Januar ist es soweit. American Football, alles, was man wissen muss. Wo kriege ich das Ding? Gibt's im Buchhandel natürlich, gibt's auch auf Amazon, gibt's beim Meyer und Meyer Verlag direkt, gibt's als ganz normales physisches Buch und gibt's aber auch als E-Book, wer den Kindle bevorzugt. Was kosten die Dinge? 15 Euro das normale, das physische Buch, 6 Euro die Kindle-Version. Und Titel sagt vieles schon aus. Worüber sprichst du denn da im Allgemeinen? Also geht's da, erklärst du uns Football oder merkt man da auch so ein bisschen deine Liebe zum taktischen Football, zur Taktik und allem Weiteren in diesem Buch? Ja, ich habe es versucht zu vereinen. Also es ist ein Buch, was geschrieben ist mit dem Ziel, Einsteiger abzuholen, aber sie auch so tief dann in die Materie reinzuführen, dass sie dann eben auch, wenn ich über Taktik dann schreibe, das dann eben auch verstehen können. Also jeder, das ging mir ganz genauso, wie wer sich mit Football am Anfang beschäftigt, ist erstmal so ein bisschen erschlagen von Statistiken, von Formationen, von was ist eigentlich die West Coast Offense und so weiter. Und das Buch soll im Prinzip einen Einsteiger abholen, aber auch jemandem, der schon länger Football schaut, noch ein paar neue Sachen an die Hand geben und generell Wissen vertiefen, verschiedene taktische Konzepte erklären, aber auch so ein bisschen die ganzen Rahmenbedingungen rund um die NFL bisschen beleuchten. 22. Januar kommt das Ding dann endlich raus. Wie nervös bist du?
Es geht eigentlich, weil ich im Moment einfach noch mein Kopf so voll ist mit Playoff Coverage und Super Bowl Coverage Planung und alles. Aber muss doch sagen, die Vorfreude ist sicherlich riesig, oder? Erstlingswerk. Auf jeden Fall, klar. Vorfreude ist auf jeden Fall voll da. Aber dann kann ich auch, ist auch schon, weiß ich jetzt schon, also wenn es in einer Woche rauskommt, werde ich die ersten Stunden, wo es draußen ist, wahrscheinlich schlafen, weil ich die Nacht davor die Conference Championship Games analysiert habe. Ja. 22. Januar. American Football, alles, was man wissen will, wissen muss von Adrian Franke, dann auf dem Markt. Adrian, vielen, vielen Dank für die Zeit. Haben wir ja Episode 64 für Mittwoch aufgenommen. Da haben wir über eine Stunde gequatscht, jetzt nochmal ausführlich geredet. Mir hat es extrem viel Bock gemacht, einfach auch mal so ein bisschen tiefergehende Informationen von jemandem zu bekommen, der sich den ganzen Tag da mit dem Mist beschäftigt und der halt auch eine große Liebe für Game Tape hat und für Analyse. Gibt ja nicht so viele Leute, die das unbedingt viel oder gerne machen, aber da merkt man einfach, wie viel Ahnung du davon hast. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Jederzeit gerne wieder. Genau, wollte ich gerade sagen. Du bist auch herzlich wieder eingeladen. Bisher hatte ich noch keinen Gast, wo ich danach gesagt habe, nee, auf den hast du keinen Bock. Du darfst dich dazu zählen, dass du gerne nochmal hier bei den Backfield Boys auftauchen darfst. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst einen dicken Daumen hoch da, 5 Sterne auf iTunes oder Stitcher und vor allem abonnieren, dann verpasst da nichts mehr, weil so ein Encore ist natürlich besonders. Das kam jetzt am Freitag und ihr seid gewohnt, dass Dinger immer am Mittwoch rauskommen. Wenn ihr uns abonniert habt auf einem der Kanäle, dann habt ihr das Ding hier jetzt auch nicht verpasst. Und wem es zu wenig Fantasy-Football war jetzt diese Woche, zu wenig Fan-Fu, dem sei gesagt, wir planen da Großes. In 2 Wochen gibt es da deutlich mehr. Ansonsten hören und sehen wir uns spätestens am kommenden Mittwoch wieder. Dann wissen wir, wer um den Super Bowl spielt. Und dann wird natürlich bei uns alles nochmal schneller und spannender. Ciao, tschüss, macht's gut.